Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid im heutigen Video. Ja, wundert euch nicht, wenn ich noch nicht ganz so frisch aussehe. Ich bin gerade aus dem Bett gestiegen, wollte ich schon sagen, und hatte aber den dringenden Impuls, dieses Video zu machen, weil es meiner Meinung nach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in dieser Zeit ist, nämlich geht es um das Thema Auseinandersetzungen. Es geht um das Thema Harmoniesucht. Es geht darum, dass wir gerade als empathische Menschen Auseinandersetzungen nicht scheuen und auch nicht immer krampfhaft vermeiden dürfen. Ja, es geht darum, sich den Herausforderungen zu stellen, den Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg zu gehen und diese, ich sage jetzt mal, toxische Harmoniesucht auch so ein bisschen abzulegen. Ja, weil wir gerade wenn wir sehr feinfühlig sind, gerne Harmonie spüren und in unserem Umfeld haben möchten. Und ich bin auch so ein Mensch. Ich habe es gerne, dass sich alle einfach lieb haben, dass sich alle einfach unterstützen. Ich wünsche mir, dass Menschen vernünftig miteinander reden. Ich wünsche mir, dass Grenzen akzeptiert werden. Ich wünsche mir einfach eine Welt, in der wir alle liebevoll miteinander umgehen. Es ist aber so, dass in der Welt, in der wir leben, nicht alle diese Sprache verstehen. Und um in die liebevolle Welt zu kommen, dürfen wir auch dem einen oder anderen ja auch einfach mal eine Grenze setzen und in die Schranken zurückweisen, ja, damit wir den Weg uns dorthin bahnen können. Und wenn wir da angekommen sind, dann wird das Leben auch leicht und wunderschön. Aber es ist einfach wichtig, in diesem Prozess zu erkennen, dass nicht jeder die Sprache der Liebe versteht, dass nicht jeder diese Sprache annehmen kann und dass auch nicht jeder dieses Harmoniebedürfnis hat. Weil manche Menschen ziehen sich Energie durch Streitereien. Manche ziehen sich Energie, wenn sie am Ende des Streits Recht bekommen. Ja, so die typischen Rechthaber, die machen das einfach aus dem energetischen Grund. Die suchen auch immer wieder Konfrontationen. Also wenn du so jemand in deinem Umfeld hast, so jemanden, dann sind die Menschen nicht böse, die sind einfach anders. Es gibt Menschen, die ernähren sich von Angst der anderen. Oder ja, und es gibt Menschen, die ernähren sich von Liebe. Und das sollte das Ziel der Menschen sein, sich erstmal mit der eigenen Liebe zu ernähren und dann auch die Liebe von anderen aufnehmen zu können oder aufzunehmen. Es gibt aber ganz viele Menschen, die sind noch nicht da angekommen oder werden es vielleicht auch nicht in diesem Leben. Und die sind dann eher verschlossen und die wollen aber auch Energie. Ja? Jeder Mensch hungert nach Energie. Und wir nehmen uns die Energie nicht nur über die Nahrung, sondern auch über die Gefühle. Nicht nur unsere eigenen, sondern auch die der anderen. Und gerade wenn wir zu unseren eigenen Gefühlen nicht den Zugang haben, dann suchen wir die bei den anderen. Und da gibt es eben Menschen, die sich von ja, der Angst oder ja, der Energie der anderen, mal grob gesagt, einfach ernähren und das als Nahrung brauchen. Und wenn du solche Menschen in deinem Umfeld hast und aber immer klein beigibst, und immer der Harmonie halber einlenkst und dir denkst, ja, jetzt mache ich das doch einfach, das ist doch nicht so schlimm oder so, ja, wenn das von mir erwartet wird oder ne, wenn, oh, wenn der jetzt sagt, oh, du hast mich verletzt oder so, dann tut einem das ja leid und dann entschuldigt man sich vielleicht und lenkt ein und sagt, okay, ja, tut mir leid, ist wieder alles gut. Ist es aber nicht, weil die Person immer wieder instinktiv einen Streit mit dir suchen wird, weil sie deine Energie will. Und weil diese Menschen nicht gelernt haben, zu sagen, ich möchte deine Liebe, kannst du mich bitte in den Arm nehmen? Das können die nicht. Und deswegen suchen sie sich eine andere Möglichkeit und das ist häufig über Wut oder ich sag mal so Traurigkeit, so die Mitleidstour. Und ich verlinke euch auch ein Video,
Das heißt, alle wollen Liebe und keiner kann es sagen. Liebe und Kommunikation. Da habe ich nämlich auch mal eine Erfahrung gemacht. Da war eine Frau sehr, sehr wütend und dann hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich, dass es ihr sehr schlecht ging. Und das ist nämlich das Problem der Menschheit. Viele wollen Liebe, aber werden aggressiv und haben nicht gelernt, es zu kommunizieren. Ja, und manche wollen aber eben einfach deine Energie abziehen, indem sie den Konflikt mit dir suchen und indem sie auch wissen, du wirst am Ende wieder klein beigeben, so wie du das immer machst. Und dann laufen nämlich die Sieger dieser Auseinandersetzung mit deiner Energie davon. Und dir fehlt dann deine Energie und du wurdest aber, wenn dich der andere vielleicht blöd angeredet hat oder wütend war auf dich, du wurdest dann noch mit der Wut des anderen belastet. Und das macht was mit uns. Nicht nur emotional, sondern auch körperlich. Ja, dieser energetische Austausch zwischen uns Menschen, der wird noch so unterschätzt, aber das ist auch Nahrung, dass wir ernähren uns gegenseitig. Ja, wir schieben uns Nährstoffe zu, wie das auch Bäume tun. Nur bei Bäumen, also die machen das über die Wurzeln, tauschen die Nährstoffe aus. Nur bei Bäumen ist es so, da gibt es keinen narzisstischen und keinen empathischen. Ja, das ist einfach ein Austauschen, Geben und Nehmen, ohne Bedingungen, ohne Konditionierungen, ohne unseren Verstand. Ja? Das haben wir Menschen aber schon. Und wir sind auch wie Bäume und tauschen uns aus auf energetischer Ebene mit Nährstoffen. Nur ist es eben so, dass der eine Baum sagt so, hierher mit den Nährstoffen, du gibst mir jetzt die Nährstoffe, was du von mir bekommst, ein bisschen den Abfall. Hier, nimm den Abfall, ich will deine Nährstoffe, danke, tschüss. Jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, es ist kein homogener Austausch, kein Geben und Nehmen, sondern es gibt Menschen, die nehmen und dann gibt es welche, die geben. Und die, die immer nur geben, haben am Ende keine Energie und zweifeln an sich. Und die, die alles nehmen, sagen, jo, ich weiß nicht, warum du keine Energie hast. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Ja, und es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass es da eben, ohne Menschen kategorisieren zu wollen, ja, wir sind alle gleich, aber jeder Mensch ist ein bisschen energetisch anders gestrickt, deswegen tun uns auch manche gut und manche tun uns nicht so gut. Das hat nichts mit dem Aussehen zu tun, das hat nichts mit dem Beruf zu tun, das ist was Energetisches. Und so ist es eben in Streitereien, wenn wir das uns nicht bewusst machen, dann sind wir häufig die, die klein beigeben, die sagen, okay, jetzt lasse ich das mal wieder, weil sonst ne, Wut, oh, das ist so laut, das ist verletzend, ich mag das nicht, ich mag Harmonie. Dann gibt man klein bei, aber man geht den Konflikt nur aus dem Weg. Und der andere, wie gesagt, kommt immer wieder, weil der weiß ja jetzt, wo die Energie zu holen ist. Und wenn du es ihm einfach immer gibst, dann brauchen wir uns auch nicht über die zu beschweren, die sich einfach nehmen. Weil da gehören zwei dazu. Einer, der es einfordert und der andere, der es einfach gibt. Und da liegt es an dem Geber, mal zu sagen, nö, ich gebe jetzt nicht klein bei, ich gebe dir jetzt nicht meine Energie. Geh jetzt mal woanders hin. Und das könnt ihr dann einfach beobachten, was dann passiert in Auseinandersetzungen, wenn ihr mal nicht den leichten Weg geht, den Harmoniebedürftigen und den, ja, ist doch in Ordnung, wir müssen uns doch nicht deswegen streiten. Wenn ihr mal nicht den Weg geht, sondern mal sagt, sagen wir mal, ihr hattet eine Auseinandersetzung, ihr habt was anders empfunden als der andere, dann ist ein Streit, dass ihr sagt, so, ich habe jetzt nur meine Meinung gesagt, du bist jetzt wütend auf mich oder verletzt oder was auch immer. Wessen Problem ist das jetzt? Das von euch beiden, weil ihr habt beide ein Thema. Aber ihr habt es in der Hand, es zu lösen. Denn ihr habt die Lernaufgabe, Grenzen zu setzen und euer Gegenüber hat die Lernaufgabe,
Grenzen zu respektieren. Jeder hat eine Lernaufgabe. Und eure Lernaufgabe ist nicht immer klein beizugeben, weil dann werdet ihr immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Vielleicht nicht von dem Menschen, vielleicht kommt dann noch ein anderer, vielleicht habt ihr irgendwann fünf in eurem Umfeld, die so sind und euch euer Thema spiegeln. Und dann denkt ihr, oh mein Gott, alle Menschen saugen mich aus, alle sind böse, alle sind Energievampire. Und dann schottet man sich vielleicht ab, aber man löst das Thema nicht. Und es sind nicht alle Menschen Energievampire. Das ist dann nur die Wahrnehmung in dem Moment, weil man seine Lernaufgabe noch nicht erkannt hat und gelöst hat. Und deswegen tust du dem anderen auch keinen Gefallen, wenn du sagst, ja, okay, ich gebe klein bei, ne, ja, vielleicht hat dich meine Aussage verletzt, tut mir leid, ich gebe jetzt klein bei, damit tust du dem keinen Gefallen. Weil er dann seine Lernaufgabe auch noch nicht, auch nicht erfüllen kann. Seine Lernaufgabe ist nicht zu erkennen, dass jeder Mensch immer das macht, was er möchte, sondern es ist die Lernaufgabe der anderen Seele, Grenzen, die gesetzt werden, zu respektieren. Und deine ist es, diese Grenzen zu setzen und die Auseinandersetzung nicht zu scheuen und nicht ihr aus dem Weg zu gehen und immer klein beizugeben. Denn sonst wird das Leben richtig anstrengend. Und je häufiger du auch lernst, Grenzen zu setzen, ich nenne jetzt mal ein Beispiel in der Auseinandersetzung. Wenn du jetzt vielleicht über deine Gefühle redest, wenn du sagst zum anderen, mir tut es nicht gut mit dir oder ich brauche meine Ruhe, ich brauche Zeit für mich, ich muss mal in mich gehen, ich muss mich wieder aufladen, ja, ich brauche gerade Ruhe oder so. Ja, und der andere dann sagt, ja, was kann ich denn dafür und bist du undankbar und dann brauchst du nicht klein beigeben, ja, und das ist seine Wut und nimm die nicht auf. Oder wenn es den anderen verletzt, das ist häufig noch schlimmer dann, weil der dann sagt, das verletzt mich jetzt und auch nahestehenden Menschen. Dann tut uns das ja auch leid und wir denken, oh, jetzt habe ich den verletzt. Ja, vielleicht auch Familienmitglieder. Und dann haben wir Mitgefühl und sagen, oh, jetzt habe ich den verletzt, ja, dann mache ich das doch lieber, weil ist doch Familie. Ist aber nicht so. Weil auch in der Familie dürfen Familienmitglieder gegenseitig die Grenzen des anderen auch mal respektieren und auch auf die Bedürfnisse vom anderen eingehen. Und du darfst lernen, auch deine Bedürfnisse, deine Wünsche zu kommunizieren. Und wenn du ein Gefühl hast, darüber zu sprechen, und das kann der andere scheiße finden, das kann der andere wegreden wollen, es ist aber da. Wenn du gerade das Gefühl hast, ich habe keine Lust auf das Theater oder ich brauche Zeit für mich, ich möchte Ruhe haben oder was auch immer es ist, ich möchte, dass die Grenze respektiert wird, aus deinem Gefühl heraus, dann hat es seine Berechtigung und es kann und darf und sollte keiner wegreden, weil dir dein Gefühl sagt, was dir gut tut, aber auch was dir nicht gut tut. Und wenn du das kommunizierst und es den anderen verletzt zum Beispiel, dann liegt es daran, dass du ihn die letzte Zeit, vielleicht sogar die letzten Jahre, immer emotional gepflastert hast. Du hast seine Wunde verdeckt, weil du immer wieder eingelenkt hast. Die Wunde vom anderen war immer schon da. Auch der Energiemangel vom anderen war immer schon da. Er war immer auf dich angewiesen, auf deine Energie und auf dich als Pflaster. Und wenn du aber da rausgehst und sagst, so, ich reiße jetzt das Pflaster ab, ich bin weg, und der andere dann sagt, au, das tut weh, du hast mich verletzt. Wegen dir fühle ich mich jetzt schlecht, du hast mich traurig gemacht, dann ist es nicht richtig. Richtig ist, dass du erkennst, dass du den anderen die ganze Zeit gepflastert hast. Und wenn du das Pflaster
mal weggehst, dann fängt die Wunde auch wieder zu bluten an und dann reißt das Ganze wieder auf. Und dann hat der andere die Chance, seine Wunde zu erkennen und zu heilen. Ja, du hilfst dem damit. Auch wenn der sagt, du hast mich verletzt, hilfst du dem Gegenüber in Wahrheit, weil du sagst, nö, ich habe nur das Pflaster abgerissen und du erkennst jetzt deine eigene Wunde, aber du denkst, ich habe dich verletzt. Es ist aber nicht möglich, jemanden zu verletzen, wenn der andere geheilt ist. Und deswegen ist es positiv, wenn da was aus dem anderen rausbricht, weil das ja in dem drinnen war. Nur ist es halt so, dass diese Menschen das dann auf uns, sage ich jetzt mal, ne, bin auch so ein Kandidat, der da in der Vergangenheit ganz viele Menschen gepflastert hat, auf uns projiziert und sagt, du hast mich traurig gemacht, wegen dir bin ich wütend. Und da ist es umso wichtiger, die energetische Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, es ist deine Wut, es ist deine Trauer und die nehme ich nicht in mir auf. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Ich setze die Grenze und ich achte auf meine Bedürfnisse, auf meine Gefühle und ich habe nichts falsch gemacht. Und lasst euch da kein schlechtes Gewissen einreden, denn wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt oder euch verantwortlich fühlt für den anderen, was passiert dann? Ihr schickt dem eure Nährstoffe und ihr nehmt aber auch die Wut und die Trauer vom anderen auf. Und das ist ein ganz unfaires Tauschgeschäft. Das ist nicht fair. Ihr gebt die Nährstoffe, ihr gebt eure Liebe, euer Mitgefühl und bekommt im Gegenzug die Wut und die Trauer vom anderen und übernimmt das Ganze. Und es macht was mit uns, auch körperlich. Es kann uns krank machen. Ja, nur kann man das eben noch nicht so als Körperverletzung klassifizieren, weil es einfach was Energetisches ist, was da abläuft. Ist aber ähnlich. Und es ist so wichtig, dass du dir das bewusst machst, wenn du Grenzen setzt, wenn du auf deine Bedürfnisse achtest, wenn du mal sagst, ich brauche eine Auszeit oder wenn du aus einer Partnerschaft rausgehst, wenn du dich trennst, wenn du sagst, mir tut's nicht gut, ich möchte das nicht und der andere wütend wird oder traurig und sagt, aber ich habe doch und du machst alles kaputt und nein, es war vorher schon kaputt, sonst hättest du dich ja nicht getrennt. Das ist der Punkt. Und wenn dann der andere ankommt und sagt, du zerstörst mein Leben und dann ausschlägt und dich ausnehmen will, ja, oder dir das Leben zur Hölle machen will, dann ist es nur aus der Verletztheit der anderen Person. Und auch hier ist die Lernaufgabe, dass du auf deine Bedürfnisse achtest, dass du Grenzen setzt und dass der andere lernen darf, die Grenzen zu respektieren und die Energie, die er bei dir gesucht hat, bei sich selber mal sucht. Und das Thema, das er auf dich projiziert, bei sich selber erkennt. Weil gerade auch in so Trennungskonstellationen ist es dann so, dass man dann vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, ja, oder dann geht es dem anderen schlecht und man sagt, oh, der oder die Arme, das hatte ich auch alles schon. Und dann habe ich da ganz viel Liebe reingesteckt, ganz viel Energie und Mitgefühl und in die andere Person. Und was war dann am das Ende vom Lied. Ich habe im Gegenzug den ganzen Schmerz aufgesaugt von der Person, habe meine Liebe geschickt und am Ende lag ich da und habe gesagt, boah, ich kann nicht mehr. Puh, ich habe so viel Schmerz jetzt in mir, ich weiß nicht, was los ist, ich fühle mich leer, ich fühle mich voller Schmerz und mir ging es doch eigentlich gut nach der Trennung. Was ist denn da jetzt bitte schön passiert? Ja, weil ich so nett war und alles abgenommen habe und meine Liebe geschickt habe. Dem anderen ging es dann super gut und mir ging es richtig schlecht. Das hilft dem anderen aber auch nicht. Ja, ich dachte damals so, ja, dann wenigstens habe ich dem Armen geholfen. Nee, das hilft ihm nicht. Denn ich habe den ja immer noch gepflastert.
Der hat immer noch nicht gelernt, die Energie aus sich zu ziehen. Der hat immer noch nicht gelernt, für seine Trauer Verantwortung zu nehmen, übernehmen. Das hat er nicht gelernt, weil ich habe sie mir abgenommen. Das ist so, wie wenn wir unsere Kinder füttern und nicht aufhören, die zu füttern, dann lernen die nie zu essen. Und dann sind die abhängig von uns oder von anderen irgendwann, ja, von Menschen, die sie halt füttern. Und deswegen ist es auch keine Liebe. Es ist keine Liebe, diese Harmoniesucht. Es ist keine Liebe, dem anderen alles abzunehmen, weil es dem anderen nicht hilft, in seine Kraft und in seine Selbstständigkeit zu kommen. Deswegen braucht ihr da in keinster Weise ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ihr dem anderen mehr helft, mehr eine Hilfe seid, wenn ihr da mal aus diesem Harmoniesuchtrad aussteigt und sagt, nö, wenn du jetzt mal einen Streit willst, ja, dann komm her, dann reden wir jetzt drüber und dann sag ich dir meine Gefühle, du sagst mir deine und dann darfst du erkennen, dass es dein eigenes Thema ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, das auch wirklich mit einer energetischen Präsenz zu machen, dass ihr euch diesen Schutz mehr und mehr aufbaut, dass das die Leute auch fühlen, schon von der Distanz. Ah ja, okay, da brauche ich meine Wut nicht abladen, ja. Das ist was Energetisches. Früher haben die Menschen ständig ihre Themen auf mir abgeladen und ich habe die sogar teilweise abgenommen. So hier, oh, du hast Schmerz, ja, gib mal her, ich nehme den Schmerz. Du brauchst Liebe, ja, bitteschön, hier ist meine Liebe. Das habe ich ja gerne gemacht. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, ne, die heiligen Samariter zu sein und allen unsere kostbare Energie zu schenken und im Gegenzug die negativen Gefühle zu bekommen. Nö. Das darf und muss jeder Mensch selber lernen, mit seinen Themen umzugehen, mit seinen Gefühlen umzugehen. Und es ist nicht deine Aufgabe, das Pflaster von anderen zu sein. Denn je mehr Menschen du pflasterst, umso weniger Energie hast du am Ende und die anderen werden nie lernen zu essen. Ja, die anderen werden nie lernen, dass die Wunde erst dann heilen kann, wenn das Pflaster irgendwann weg ist und man überhaupt erst erkennt, dass da eine Wunde ist und dass der andere mich gepflastert hat. Und auch wenn du als Pflaster weg bist, kann es dir egal sein, ob es der andere erkennen wird oder nicht. Es ist nicht in deiner Verantwortung. In deiner Verantwortung liegt, dass du deine Lernaufgabe erfüllst, Grenzen zu setzen, dir einen energetischen Schutz aufzubauen und dass du aber auch dem anderen seine Lernaufgabe erfüllen lässt oder die Möglichkeit gibst, sie zu erfüllen, indem er lernen darf, Grenzen auch mal zu respektieren und sich Energie woanders zu holen, nämlich aus sich selber. Und damit hilfst du nicht nur dir, sondern du hilfst auch dem anderen, obwohl der andere das in dem Moment nicht so empfindet und auch sich nicht bedanken kann, was er eigentlich sollte. Und ja, ich hab übrigens kein Tattoo. Ich mal mir öfter so, wo sind die hier? Ich mal mir öfter so Symbole auf den Arm oder auf die Pulsader. Und das ist ein lachendes Herz. Und ja, ich mag das total gerne. Das macht mir gute Laune. Und immer wenn ich das dann so sehe, dann muss ich lächeln und dann macht mich das glücklich. Und das darf man auch nicht unterschätzen, was Symbole mit uns machen. Und wir müssen nicht immer irgendwelche Symbole abmalen, die wir irgendwo sehen. Oder ja, das ist jetzt ein Symbol für Harmonie, das ist ein Symbol für das. Kann man auch machen. Aber ich male das immer intuitiv, weil ich mir denke, meine Intuition, meine Seele weiß, welche Symbole mir gut tun. Und bei mir sind es immer lachende Herzen. Also nicht immer, aber häufiger. Und das macht total Spaß, sich da manchmal so schöne Sachen aufzumalen. Auch wenn der ein oder andere sagt,
Was ist denn das? Ist das ein bisschen kindisch oder was? Dann sage ich, nö, das ist meine Medizin, das tut mir gut und was mir gut tut, kann dem anderen ja egal sein. Ja? Und das ist nämlich genau diese Grenze, wo euch dann egal ist, was der andere denkt oder sagt, weil ihr bei euch seid, weil ihr wisst, was euch gut tut. Ja, auch in der Partnerschaft. Sagen wir mal, du hast einen Partner oder ich hätte einen Partner, der sagen würde: Boah, Daniela, das ist aber peinlich, oder das ist aber doof. Du bist eine erwachsene Frau, du malst dir ein Herzchen auf. Du bist Beraterin, ja, du bist seriös, du malst dir ein Herzchen auf. Oh, ich schäme mich da für dich, das ist peinlich. Es ist ja nicht mein Problem. Ich würde es aber zu meinem Problem machen, wenn ich dann auf die Bedürfnisse des Partners eingehen würde und sagen würde, ja, okay, dann mache ich das weg, weil er findet es ja peinlich, er schämt sich für mich und dann mache ich das weg. Dann wäre mein Leben viel trauriger. Und es geht nicht um eine Kleinigkeit, ne? Weil da kann man auch sagen, es ist so eine Kleinigkeit. Komm, sei doch nicht so, so eine Kleinigkeit. Nö, ist es nicht. Es ist ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit, gerade auch das Kindliche, das Verspielte und Liebevolle zu leben und auszuleben. Das ist ein Teil von mir. So bin ich, so ist meine Seele. Wenn ich das wegmache, dann ist meine Seele traurig und dann werde ich auch krank. Ja, nicht nur, dass mir das hilft, sondern es macht mich auch krank, wenn ich meine Bedürfnisse meiner Seele zurückstelle für einen anderen. Und deswegen ist es so wichtig im Miteinander, ja, oder im Freundeskreis, in Partnerschaften, dass ihr euch da einfach eure Bedenken, eure Scham ablegt und sagt, pff, was da jetzt andere denken, ist mir doch egal. Das ist auch Grenzen setzen. Das ist auch eine Art von, ich sage jetzt mal, Provokation, weil das Menschen auffällt und die sagen, Daniela, was hast denn du da? Ich mache es aber nicht, um zu provozieren, sondern ich mache es, weil ich zu mir stehe. Und ihr dürft alle zu euch stehen und zu euren Bedürfnissen. Und wenn ihr was tut, was der andere peinlich findet oder blöd oder unreif oder sich schämt, das ist das Thema vom anderen und nicht von euch, weil wenn es euch gut geht dabei und ihr das nicht leben dürft, weil es dem anderen unangenehm ist, ist es nicht euer Problem, aber ihr macht es zu eurem Problem, wenn ihr klein beigebt. Und ich zum Beispiel würde das nie wieder tun. Nicht, weil ich bockig bin, nicht, weil ich lieblos bin, sondern weil ich weil ich Menschen in meinem Leben haben möchte, die mich so lieben, so akzeptieren und so respektieren, wie ich wirklich bin. Nicht nach außen, wie ich vorgebe zu sein, sondern wie ich im Herzen bin. Und damit wir das bekommen, ist es aber auch so wichtig, uns zu zeigen, wie wir im Herzen wirklich sind. Und da ist ein ganz wichtiger Schritt, die Harmoniesucht auch mal abzulegen, Grenzen zu setzen und den Menschen zu sagen, du bist für deine Wut, für deine Trauer selber verantwortlich. Ich bin es nicht. Ich bin für mich verantwortlich. Ich helfe von Herzen gerne Menschen. Aber ich übernehme nicht die Themen der anderen. Und das ist wichtig. Nicht nur, wenn ihr in dem Bereich arbeitet. Wir arbeiten alle in dem Bereich, weil wir alle miteinander verbunden sind. Ja? Also auch wenn ihr privat damit zu tun habt, also ich als Beraterin bin nicht die Einzige, die mit diesen Themen zu tun hat. Es sind alle. Und deswegen lasst euch da nicht mit der Wut und der Trauer der anderen beballern und setzt eure Grenzen und seht das wirklich als Lernaufgabe, denn wir Seelen haben Lernaufgaben und wenn wir die erfüllen, dann geht es auch weiter. Ja, also für mich ist es wie so ein Computerspielen, denke ich mir, ha, Lernaufgabe erfüllt, Daniela, jetzt kommst du ins nächste Level. Jetzt bin ich mal gespannt, was da auf dich wartet. Ich bin bereit. Ja, nicht, weil ich Lust habe zu kämpfen, im Gegenteil. Ja, und weil ich auch nicht
kämpfen möchte. Ja, nicht weil ich böse bin oder so, sondern einfach weil ich es als Spiel sehe, als Herausforderung, wo wir uns gegenseitig die Themen spiegeln in dieser Welt. Und es ist aber leider so, dass die Menschen ihre Wut nach außen projizieren und sie in der äußeren Welt bekämpfen wollen. So entstehen ja alle Kriege. Aus dem inneren Kampf wird der äußere. Und deswegen, wenn wir das erkennen und in uns das lösen, dann werden wir auch nicht mehr von außen mit diesen Kämpfen bombardiert, weil wir in uns aufgeräumt haben, weil wir uns unseren energetischen Schutz aufbauen. Und je häufiger wir Grenzen setzen, umso stärker wird dieser Schutz. Und dann kommen die Menschen auch mit ihrer Wut und mit ihrer Trauer nicht mehr durch. Ja, das könnt ihr euch wie so ein Energiewall vorstellen, der euch umgibt. Und wenn euch dann mal vielleicht einer wütend anguckt oder so, dann macht es nichts mehr mit euch. Und da habe ich noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Ich habe nämlich da auch eine Erfahrung gemacht. Da habe ich, hatte ich ein bisschen angespanntes Verhältnis zu einer Person. Und ich habe mich dann so weggedreht, war so ein bisschen krummelig, habe mich weggedreht, hatte keine Lust mehr auf die Auseinandersetzung. Und ich habe in diesem Moment den Blick der Person im Nacken gespürt. Und es ist mir durch den Nacken wie eine Pfeilspitze geschossen und in den Nerv hinein. Ja, es ist mir im wahrsten Sinne des Wortes auf den Nerv gegangen. Und ich habe aber diesen Blick der Person auf mir gespürt. Und der hat mit mir körperlich was gemacht. Ich konnte ein paar Tage mich kaum bewegen, weil ich solche Schmerzen im Nerv hatte. Und da ist mir auch bewusst geworden, was Menschen für eine Kraft haben, auch auf energetischer Sicht, auch mit einem Blick, ohne uns anzufassen, ohne uns zu schlagen, sondern nur mit ihren Gefühlen, die sie über uns, auf uns übertragen und uns beschießen. Und da hatte ich dann erstmal richtig Angst bekommen, weil ich mir denke, oh mein Gott, Daniela, du kannst ja von allen Ecken und Enden beschossen werden. Ja, puh. Hilfe, da wollte ich auch gleich weglaufen und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich muss hier raus. Das ist aber auch nicht die Lösung, weil solche Menschen können immer wieder kommen im Leben, gerade wenn du viel Liebe hast, weil die spüren das ja, die wollen ja alle Liebe haben. Dann kommen die intuitiv und dann fordern die das ein und wenn die es nicht bekommen, dann werden die böse, dann gucken die dich böse an, dann schicken die dir vielleicht böse Gefühle. Die Lösung ist aber wirklich dieser energetische Schutz, weil dann kommt auch keiner mehr mit seinen Blicken durch zu dir. Ja, man sagt ja auch nicht umsonst der böse Blick. Und wir Menschen, wir haben so viel uns da auch an Schutzmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Es gibt Öle, es gibt Steine, es gibt irgendwelche Rituale oder sonst was. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber meiner Meinung nach ist der beste Schutz der eigene energetische Schutz. Ihr müsst nicht die ganze Zeit euch irgendwelche Steine umhängen, die euch schützen. Macht es gerne, wenn es sich gut anfühlt, ja, aber wenn dann die Steine oder das Kettchen oder was auch immer mal einen Tag fehlt, ja, oder ihr ins Freibad geht und das nicht hintun könnt oder was auch immer, dann fehlt euch der Schutz und das ist immer nicht so ein guter Schutz wie der eigene. Der eigene Schutz ist das allerbeste und den baut ihr euch auf, wenn ihr Grenzen setzt. Und dann kommt niemand mehr durch. Weder mit bösen Blicken, ja noch mit bösen Worten. Dann lässt euch das einfach kalt im positiven Sinne, dass ihr das nur noch beobachtet und wisst, okay, das ist jetzt dein Gefühl, das ist deine Wut. Ja, die kannst du schön behalten, die werde ich nicht mehr in mir aufnehmen. Ja, und um das zu können, muss man eben lernen, die Grenzen zu setzen. Und ich verlinke euch auch noch meine Videos zum Thema Wut gesund leben und vor allem auch Wut erstmal wieder spüren. Ja, weil wenn man das nicht spürt, dann kann man nicht damit arbeiten und sich nicht den energetischen Schutz aufbauen, denn wir brauchen unsere Wut, um uns diesen energetischen Schutz um uns herum aufbauen zu können. Wut ist nicht böse, nur wenn wir sie böse nutzen. Und wir Empathen dürfen unsere Wut als Positives nutzen, indem wir uns den Schutzwall
aufbauen, den energetischen, dass da keiner mehr reinkommt. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade für spirituelle Menschen, die so gerne auf Harmonie bedacht sind. Es ist ganz wichtig, diesen energetischen Schutz zu haben. Und den hatten meiner Meinung nach viele nicht im Leben, auch viele sehr spirituelle Menschen. Und ihr kennt es daran, wenn die dann irgendwie auch mal mit Wut im Außen konfrontiert wurden und ihnen dann vielleicht das Leben genommen wurde. Ja, das sind zwar liebevolle Menschen, ja, und viele von denen haben dann auch das einfach über sich ergehen lassen und sagen so, mir tut es, ich habe keine Angst und ich gebe mich hin und ihr könnt mich töten, ja. Sowas ist nicht möglich, wenn ich energetisch geschützt bin und auch mein Wutzentrum aktiviert habe, um zu sagen, nö, ich lasse mich doch nicht von dir verletzen. Ja, also nichts gegen die Erleuchteten von damals, ja. Das war eine andere Zeit und es ist aber jetzt in der Zukunft anders. Wir müssen uns nicht aufopfern, wir müssen nicht die Opfer sein. Wir müssen uns nicht ergeben und sagen, ja, mach das mit mir. Weil nur aggressive Menschen zu uns durchdringen können oder in uns eindringen können, energetisch, wenn wir nicht geschützt sind. Und wenn wir diesen Schutz haben, dann kommt keiner mehr, weil die das spüren, unseren Schutz. Und das ist ein wichtiger Punkt für die Spiritualität der Zukunft, für die moderne Spiritualität, das zu erkennen, dass auch in der Vergangenheit das ein oder andere hätte optimiert werden können. Und wenn der ein oder andere Erleuchtete gelernt hätte, auch mal sein Wutzentrum zu aktivieren, nicht nur die ganze Zeit zu meditieren, sondern auch mal ein Wutzentrum zu aktivieren und zu sagen, ich schütze mich, ja, dann wäre dem einen oder anderen nicht so eine Gewalttat, hätte die nicht passieren können. Oder dann, weil er nicht damit in Resonanz gestanden hätte. Ja, weil diese Menschen ja in sich häufig auch noch unverarbeitete Wut haben. Und dann stehen die in Resonanz zu wütenden Menschen im Außen. Und dann gibt es das Opfer und den Täter. Ja. Da dürfen wir uns jetzt mal die Frage stellen, was mit Jesus passiert wäre, wenn er diesen energetischen Schutz gehabt hätte. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema und versteht mich nicht falsch. Ja, es geht nicht um Vorwürfe, es geht nicht um Schlechtmachen. Es geht einfach nur um zu erkennen, um sich das Beste aus der Vergangenheit zu nehmen und das zu kombinieren, und sich selber zu schützen, aber liebevoll zu bleiben. Das ist das Ziel. Nicht nur die Liebe, sondern auch den Antrieb und den Schutz. Und vor allem die Liebe zu sich selber und nicht dieses Aufopfern, dieses oh, ich opfer mich für euch. Da hat ja auch keiner was davon. Ja, also so sind wir aber auch aus religiöser Sicht häufig noch konditioniert, dass dieses Aufopfernde was Heiliges ist und was Gutes, ja, und ich bin ja gut, ich opfere mich auf, ja, für andere, das ist positiv, ich gebe mich hin, ich lasse mit mir machen, was ihr wollt. Das ist nicht heilig und das ist auch keine Hilfe. Ihr helft Menschen, wenn ihr in eurer Kraft seid. Wenn ihr euch helft, dann helft ihr den anderen. Ja, und das war's jetzt von meiner Seite. Ich glaube, das war jetzt alles, was zu euch finden wollte heute. Ja, es ist jetzt doch wieder länger geworden, als ich gedacht habe. Das ist immer so, dass am Ende der Videos kommt mein Verstand und sagt dann, nee, Daniela, es ist wieder so lang geworden. Kannst du nicht mal kürzer machen, die Videos? Und ich weiß aber ganz genau, dass das wäre nicht kürzer gegangen. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch weitergeholfen hat oder weiterhelfen wird. Achtet auf eure Energie, achtet auf euren Schutz und seid euch bewusst, dass ihr nicht böse seid, dass ihr nicht lieblos seid, sondern dass ihr voller Liebe seid und da
gerade aus der Liebe zu euch und zu anderen ist es wichtig, auch mal Grenzen zu setzen. Ich wünsche euch von Herzen viel Erfolg und seht das wirklich so ein bisschen als Challenge, als Spiel im Leben und nicht mit so einer Härte oder so einer Verbissenheit, sondern mit so einer Leichtigkeit. Und dann kommt ihr auch ins nächste Level, wenn ihr diese Lernaufgabe erfüllt habt. Und wenn wir uns dann alle verbinden mit unserer Liebe und wenn wir alle in unserer Kraft sind und nicht im Mangel, dann können wir uns, so wie die Bäume, einfach austauschen mit Nährstoffen, ohne Angst haben zu müssen, dass der eine mehr nimmt und der andere mehr gibt, sondern dann machen wir das einfach aus dem Herzen und ohne nachzudenken und ohne zu manipulieren und ohne andere abzocken zu wollen. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir das schaffen und das werden wir, denn mein Gefühl ist sehr positiv und ihr wisst ja, Gefühle sind unsere Wegweiser, gerade die positiven Gefühle. Und jetzt erstmal alles, alles Liebe, macht's gut und setzt eure Grenzen. Und was andere dabei über dich oder dein Leben denken, ist völlig egal. Wichtig ist, wie du dich fühlst. Und jetzt fängt auch mein Magen wieder an zu knurren. Das ist ja das Wutzentrum, das Energiezentrum, ja, wo auch häufig uns negative Emotionen belasten. Und wenn wir was rauslassen, ja auch wie ich jetzt über die Kommunikation, entlastet das auch mich. Also es hilft anderen, aber es entlastet auch mich, weil die Wahrheit raus ist, ausgesprochen wurde. Und deswegen fängt auch häufig mein Magen zu kummeln an, wenn ich Videos drehe, weil das auch mir gut tut. Ja, es tut mir gut, Videos zu drehen und das ist doch wunderschön. Und jetzt komme ich mal zum Punkt und ja, bis bald.